Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einem neuen Shin Megami Tensei 5 Part. Ihr habt gesehen, ich habe heute die Folge woanders gestartet. Zum einen, weil ich die ganzen Kisten hier einsammeln will. Da ist ein Mitama, den verprügeln wir jetzt mal. Den Kampf lasse ich auch mal drin. Weil der wird wahrscheinlich nicht lang gehen. So, Murakumo. Könnt ihr auch mal sehen, wie so ein Mitama zerlegt wird. Mimans haben wir abgeschlossen. So, Frisch Gungnir. Perfekt. So, was haben wir hier drin? Ganesha, unnütz, unnütz, eine Alice-Essenz, ist eine der besten Sachen in der Kiste tatsächlich. Dann wollten wir die Glorie holen und dann machen wir uns auf zu dem, was heute eigentlich der Plan ist, nämlich die ganzen Nebenquesten wollen wir heute machen. Und zwar wirklich alle. Wir haben hier ein paar vor uns. Wir können ja nach einer Liste gehen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Atramaleich-Quest an. Ich hoffe, ich weiß, welche von denen das ist. Ich will Tokio nicht überfallen. So, dich machen wir easy fertig. So, ich habe keine Ahnung, gegen was du schwach bist. Vor dem letzten Kampf werde ich auf jeden Fall auch nochmal das komplette Inventar voll kaufen. Der hat nur zwei Fähigkeiten. Ich habe den einfachsten Kampf der Welt ausgewählt. Vor allem Ding, Ajoch müsste ihn erledigen. Der ist gegen Eis schwach. So, Fion. Vernichten wir ihn. Der ist nur Level 71, da kann ich das Licht des Gesetzes einfach sofort machen. Wenn Level 70 nix geworden ist, ne? Und der hat nur Feuer und normal draufschlagen, haben wir ja gesehen. Ja, den machen wir easy fertig. Ich glaube, der Cannibal-Schirm ist sogar unnötig in der Hinsicht. Weil der einfach keinen Schaden macht. Na komm, machen wir alles auf kritisch. Und hauen ihm einen runter. Geht der Kampf wenigstens schnell. So, Hamon ist ja eh alles kritisch. Ja, der war nix. Der war ein Witz. Tsunoshi war doch ganz in Ordnung. So, jetzt muss ich zudem nochmal da hoch und die Nebenquest abgeben. Ja, ich habe ihn in den Staub getreten. Ach, ich habe die Haus noch gar nicht eingesetzt. Und dieser Futsunoshi hat sich mir angeschlossen. Wir machen dann jetzt als erstes Safe kaputt. Dafür müssen wir nach Minato.
da sieht man's. Odaiba. Kann es sein, dass ich mich gerade irre? Ich glaube, Sef habe ich sogar schon getötet. Einen Moment. Hallo. Nee, bleib mal hier. Ich weiß nicht, wann ich das hier freigeschaltet habe. Ich glaube, das habe ich mit der Nebenquest zusammen freigeschaltet. Na gut, dann weiß ich jetzt nicht, welcher Boss mich hier erwartet. Da oben ist auf jeden Fall Mitama, der, glaube ich, ein Evangelium mit sich trägt. Will ich eigentlich erschlagen. Weil das wäre wieder ein Level für mich. Muss ich aber, glaube ich, einmal drumherum rennen. Jetzt kommt's, das wird einer der heftigsten Kämpfe von allen. Jetzt ist er auf einmal Level 95 oder irgendwas in der Art. Ich finde es übrigens nett, dass hier nochmal Glorie steht. Davon brauche ich ja mittlerweile richtig viel. So, wo konnte ich hier durch? Da. Nee, da fliegt Sef doch über uns hinweg. Den kann ich hier offenbar irgendwo vernichten. Hier ist nochmal Geld. So, hab das Geld eben kurz erschlagen. Jetzt holen wir uns hier hinten das Zeug. Ich lasse den Vogel mal in Ruhe. Sef ist, glaube ich, übrigens gerade eben über uns hinweggeflogen. Nochmal zwei Grimoire. Muss ich erstmal den ganzen Weg wieder zurückrennen. Hier komme ich offenbar irgendwie hoch. Oder dort vorne. Hier vorne komme ich hoch. Hier ist nochmal Gloria einfach neben mir. Er spürt die Anwesenheit eines mächtigen Dämons. Nee, da ist Sef. Level 62. Komm, den klatschen wir. Zack. 2000 mit einem Angriff. Und das noch ohne die Verstärkung. Ich mach jetzt Licht des Gesetzes, dann ist er tot. Bei dir brauche ich nicht auf irgendeine Art von Abwehr gehen. Dich mach ich locker platt. Ey, guck mal, der stirbt in der ersten Runde. Also für den waren wir mega als nur overpowered. Ja, easy Nebenquest. Und das ist nicht mal übertrieben. Obwohl, das war wahrscheinlich noch nicht die Nebenquest, die kommt erst da hinten. Sammeln wir erstmal auf, was hier auf der Brücke ist. Hier sind auf jeden Fall richtig viele Mitamas. Und das Schöne ist, die haben alle den Wert ungefähr aus dem ersten Gebiet. Also die gerade eben habe ich nämlich auch richtig leicht getötet. Das kann ich sogar zeigen. Ich habe einfach einmal den Fallregen gemacht und die waren tot. Wenn die da hinten jetzt auch vierfach sind, ne? Das ist 70 Gloria, einfach mal eben kurz. Wenn ich jetzt da viermal so was zum Leveln kriege für mich, dann ist das der geilste Ort aller Zeiten. So gut, dreh dich von mir weg. Bitte sei ein Vierfachpack. Nee, der ist solo. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege einen Kampf durch ihn. Typ 9 Aogam. Ja. Da ist Typ 9. Was hat er denn? Reißen der Meere. Dreimal leichte Eisschar bei zufälligen Gegnern.
Ah, eine Eistechnik für alle. Für den Naubino. Die gönnen wir uns noch. Ich hätte gern einfach irgendeinen Kampf, damit ich das Evangelium nutzen kann. Und zwar anständig. Könnte man sich nochmal so zum Schluss einfach mal alle Naubino-Techniken angucken. Manche von denen sind ja schon Endkass. Allein schon vom Ansehen her. Geld ist hier wahrscheinlich nix. Ich verbringe gerade echt viel Zeit hier. Hallo Lamia. Ah, hier ist dieser Konz. Der wird wahrscheinlich noch mal ein paar Ecken heftiger sein als der, den wir gerade eben bekämpft haben. Wer von denen soll denn den Konz darstellen? Ist auf jeden Fall noch mal Gloria, Alter. Ich werde hier überschüttet. Und noch mal richtig viel Geld. Das hier ist das Schlaraffenland. Ignorieren wir das mal. War eine gute Geschichte. Danke. Warte mal, der hat seinen Naubino gefunden. Okay, wir kämpfen gegen einen Naubino. Der könnte eventuell wirklich heftig sein. Dann zeig dich mal, Konz. Da steht übermächtig. Ich komme gleich nochmal zurück. Ich will kurz vorher abspeichern. So, Leute. Ich habe jetzt eben kurz abgespeichert. Und ich habe mir sogar schon mal diese Eisfähigkeit gegönnt und Eis ein bisschen geboostet. Yes. Entschuldigung, ich habe das Falsche ausgemacht. Stimmt, das war ja auch einer der Bosse, der dort auftauchte. Interessant, dass der nur eine Nebenquest ist. Übermächtiger Gegner, Level 64. Worum habe ich mir Sorgen gemacht? Guck mal, ich haue ihm ins Gesicht. Übermächtiger Gegner, dass ich nicht lache. So, direkt nicht des Gesetzes. Und dann schauen wir uns die neue Naubino-Fähigkeit an. Ich gehe schon mal aus dem Bild. Hier. Reißen der Meere. Ich beschwöre einfach einen Tsunami. Ich habe dafür Aramasa übrigens weggeworfen, weil... Mit dem wilden Wirbelhieb habe ich eine weit bessere Version davon. Sollte das wehtun? Hat der irgendeine spezielle Fähigkeit? Karnak. Das ist wahrscheinlich auch seine Ultimativattacke. Na gut, wir werden sie aber nicht zu Gesicht bekommen. Außer... Ich könnte mit allen Guarden, bis er in diese Fähigkeit einsetzt. Komm, ich mal einfach verteidigen mit allen und lass ihn seine Fähigkeit nutzen. Der tanzt gerade auf jeden Fall. Komm, Konz, nutz deine Fähigkeit.
will's sehen. Nicht das. Ich habe auf seine Fähigkeit gehofft, deswegen habe ich sogar gerade mich aus dem Bild gepackt. Kannst du mal deine Fähigkeit nutzen? Ach, weißt du was, dann erschlage ich dich halt. Das ist ja seine Position für ich bin am Arsch. Sieht aber wie ein lustiges Rumgetanz aus. Ja, der hatte nichts auf dem Kasten. Noch ein Boss, beziehungsweise noch ein Gott, beißt ins Gras. Alter, was stärker habe ich bei dem Maximalwert? Ich senke meine Waffe. What? No. Zum einen das und zum anderen, warum soll ich dich töten, wenn ich es leiden lassen kann? Take care. Okay. Das war dieser Boss. Einen haben wir noch vor uns und dann mache ich eben kurz einen Skip. So Leute, jetzt kommt Baal. So soll er ja heißen. Übermächtigen Dämons, der ist wahrscheinlich auch Level 62. Das haben die anderen auch gesagt. Er ist ein Naubino. Ich würde sehr stark interessieren, was passiert, wenn man annimmt, aber ich lehne ab. Ich habe ja so, ich habe ja den Spielstand abgespeichert. Ich kann ja auf einem anderen Slot danach abspeichern, dann können wir einmal annehmen drücken. Oder ich erzähle euch, was dann passiert. Erstmal sollten wir gucken. 69. Übermächtig. Preisen die so hart an und dann gönnen die nichts. Was war deine Spezialtechnik? Gar nichts. Leute, ich könnte mir einfach abschlachten. Aber mich interessiert sehr, sehr stark, was bei dir passiert wäre, hätte ich annehmen gedrückt. Jetzt gucke ich mir wirklich über den Spielstand mal an. Es ist übrigens schön, dass die alle gegen Eis schwach sind. Ich musste bisher nicht einmal mein Team auswechseln. Haben Götter alle dieselbe Schwäche? Können die alle keine Kälte?
Jedenfalls ist Baal tot. Ich habe sogar seine Essenz einfach instant bekommen. Danke. Eine Fähigkeit, die ich glaube ich gar nicht wirklich brauche. Okay, er ist gestorben. Ich habe einen Gottheit-Talisman dadurch bekommen. So, ich speichere jetzt eben kurz auf einen anderen Slot ab. Und dann gucken wir uns mal an, was passieren würde, würde ich annehmen drücken. So Leute, jetzt bin ich nochmal an derselben Stelle und jetzt drücke ich mal annehmen. Verändert das irgendwas am Kampf? Nee, scheinbar nicht. Okay, das war einfach komplett unwichtig. Schön zu wissen. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt hier. Ich will jetzt gucken, ob wir diesen einen Kampf hier jetzt endlich machen können. Damals waren wir ja zu schwach. Können wir das jetzt? Jetzt kann ich da rein. Ah, jetzt können wir Shiva bekämpfen. Okay. Okay. Yes. Ich sollte ihn vernichten lieber. Rettung des Universums. You dare challenge me, fool. Was ist Rudra? Jetzt ist die Frage, welches Level der hat. Ich muss ja extra für den grinden. Hier. 96. Alter, der wird mich töten. Boah, für den müsste ich nochmal so hardcore grinden. Der reflektiert Feuer und Blitz. Und mit Eis mache ich ihn im Fitze Schaden. Ich bezweifle, dass ich den besiegen kann. Alter. Ich krieg hier einfach einen Übergott vor die Nase. Der wird mich one-hitten. Also ich habe so mit Level 80 gerechnet, aber nicht mit Level 96. Also fast Level 100. Beziehungsweise 99 ist ja das Maximallevel. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Aua.
Natürlich hat er auch noch Verbündete. Die halt auch fast dasselbe Level haben wie er. Alter, wie soll ich den denn besiegen? Also, es ist bestimmt nicht unmöglich, aber... Der macht mich doch so hart fertig. So, Leute. Da sind wir wieder. Den Kampf, den habe ich verloren. Ist ja klar. Level 96, was soll ich da großartig machen? Wir geben jetzt die beiden Nebenquests, die wir hier haben, noch ab. Die mache ich offscreen. Ja, und dann habe ich auch mal bis zum nächsten Mal noch vor, noch mal ein bisschen zu grinden. Tatsächlich, bis wir alle Level 92 sind. Das wird mich zum Kotzen bringen. Ganz ehrlich, am besten einfach Evangelions farmen. Anders wird das nichts. Hm, der wollte nicht den Ton. Vielen Dank für die Glorienkristalle. So, und wegen Ball muss ich noch abgeben. So. Wir sind wieder bei Demeter. Jetzt kann ich hier das abgeben. Ein Evangelium, das werde ich brauchen. Hm. Ja? Okay. Jetzt kann ich Baal fusionieren. Ich kann alle Götter unter meine Kontrolle bringen. Mwahaha. Ich gehe mal zum letzten Drachen in den Quer zurück. Dann gucken wir uns noch diese Fusion mal an. Eventuell bringen die ja was. Well. Baal ist Stufe 93. Marder kann ich als nächstes machen. Die werde ich ja auf jeden Fall alle auf dem Weg dann noch holen. Auf dem Weg zu dem Schießer. Baal und das Ding haben wir halt vor uns. Irgend so ein Level 77er Vieh fehlt. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das irgendwie in dem Kompendium drin? Ich habe jetzt hier in dem Kompendium nichts gesehen. Und hier sehe ich auch nichts, was dem irgendwie ähnlich aussieht. Hm. Vielleicht schalten wir den ja noch irgendwie frei. Ich guck mir mal hier seine Karte an. Gewaltiger Feuerschaden bei allen. Gewaltiger bei einem. Mittlerer Kraft bei 2 bis 5. Gewaltiger Elektro nochmal bei allen. Und Kraftangriffe absorbieren. Hm. Na gut. Ich habe ja schon gesagt, bis zum nächsten Mal muss ich grinden. Die eine Nebenquest mache ich jetzt noch offscreen. Und danach haben wir halt nur noch Shiva vor uns. Level 96. Ich will es nochmal erwähnen. Und halt den Endboss. Beziehungsweise wahrscheinlich kommen dann noch so zwei, drei Bosse auf den Weg. Aber ich will Shiva eigentlich auf jeden Fall vorher noch vernichten. Weil es könnte sein, dass Shiva nicht mal ansatzweise so stark ist wie die hier. Kann auch sein, dass ich einfach komplett einfach übertreibe und auf Level 99 gehe.
Und wir dann dem Endboss einfach wegklatschen, als wäre der gar nicht da. Gleich ist Shiva ja so ein geheimer Boss, den man eigentlich nach dem richtigen Boss töten soll. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!